Also mir gefällt das Evangelium von morgen sehr, weil es erinnert daran, dass derjenige, den wir eigentlich nachfolgen, der Bräutigam ist. Das heißt, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie durch unser Fasten einen Gott zu besänftigen, der irgendwie blutrünstig wäre und irgendwelche Opfer von uns verlangt, sondern dass der Grund für das Fasten eigentlich deswegen da ist, weil uns der Bräutigam genommen ist und weil wir versuchen, gerade durch das Fasten, alles aus unserem Leben auszuräumen, was uns von diesem Bräutigam halt trennen könnte. Also unser Egoismus, unser Stolz, unsere Selbstsucht, all das. Es geht eigentlich eben um diese persönliche Beziehung zu ihm und nicht um irgendwelche willkürliche Vorschriften, die wir jetzt dadurch versuchen zu erfüllen. Und dann auch die erste Lesung eigentlich bringt uns die gleiche Richtung, weil sie uns daran erinnert, dass wir, was wir eigentlich tun durch das Fasten, ist eine Bestärkung unserer Liebe sein soll. Das heißt, es gibt das Beispiel, also was nützt mir euer physisches Fasten, dass ihr alle möglichen Dinge aufgibt und es irgendwie nicht esst oder was auch immer, wenn ihr gleichzeitig miteinander streitet, wenn ihr schlecht redet über die anderen, wenn ihr lügt, wenn ihr nicht in der Wahrheit seid. Nicht? Das heißt, das Fasten ist nicht nur gedacht, dass wir dadurch jetzt irgendwelche Essenssachen aufgeben, sondern es geht vor allem um dieses Fasten von der Sünde. Und Sünde ist ja nichts anderes als ein Missbrauch unserer Freiheit, ein Verneinen der Liebe. Und ja, was ich halt euch und mir und uns allen wünsche, ist, dass wir gerade jetzt diese Fastenzeit gerade darin immer mehr wachsen können in der Ausübung der Liebe.